Ja, servus, grüße und herzlich willkommen auf meinen Kanal zurück. Grüßt euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ja, meine Sportsfreunden, meine Freunden. Ich stehe immer noch an derselben Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, Wo ist mein Truck hin? Keine Sorge, ich habe ihn. Ja, er steht hinten am Hof. Ich habe jetzt da gefragt um die Räder, neue Reifen. Die haben keine da gehabt. Lustig, Tritratralala. Ja, also, jetzt war ich da gerade noch auf dem WC. Da müssen sonst quasi in die Hosen gegangen. Ja. Ich habe meine Nachtruhepause da hier verbracht. Mit dem Auto bin ich einkaufen gefahren. Ich habe mir das Auto geliehen. Keine Sorge, keine Schäden. Gut, da steht er. Jo, Abfahrtskontrolle habe ich bereits schon gemacht. Ja, bin hier ein wenig einkaufen gefahren. Jo, der HP Wolf hat mir schon wieder einen anderen Namen gegeben. Nicht des Mitarbeiter des Jahres, sondern der Unfall des Jahres. Ja, HP. Depart. Warte, da müssten wir ein Hündchen zum Hupfen. Ich gehe gleich in Urlaub und bloß ein LKW stehe. Aber wegen Spaß muss es sein, unter uns. Das gehört dazu. Jo. So, wir sind in Texas unterwegs, da wird die Blinkschaltung anders verlegt. Oder warten oder eher bremsen. Make a U-turn. Ja, ich weiß, dass ich rechts fahren darf. Keep right, right turn ahead. Oh ja, weh. Turn right. Jo, was wird sich sonst Neues bei uns in der Firma, bei Viking Transport? Sehr viel. Der HP denkt schon wieder an eine zweite Niederlassungsstelle. Zuerst müssen wir das im Dallas mal klären, dass wir die Garage bekommen. Und dann als andere können wir sagen, wir nehmen zweite Stelle dazu. Egal wo, Los Angeles oder was. Jo, bei uns geht es natürlich wieder ein paar Stunden zu fahren. Ich hoffe, diesmal kommt mir nichts dazwischen. Mal gucken. Ja, vor die Kollegen. Weil nur vom HP was zu sagen. Er hat am Donnerstag wieder eine Folge rausgebracht. Schaut bei ihm auf dem Kanal rein und verfolgt ihn, lasst ihm ein Abo da. Jo. Ich und der Unfallfahrer, Unfall des Jahres, haha. Wenn ich nicht da zum Lachen anfange. Da werde ich wohl in Urlaub gehen müssen. Ja, der Truck geht dann auf Service. Dann falle ich eine Weile aus, bis wieder mein LKW wieder retour kommt.
und etc. Ich soll 55 Meilen fahren. Umso sagt man das keiner. Ja, ich glaube, Messi hat nicht einen Bleifuß. Jo. An die restlichen Kollegen, Grüße gehen natürlich an alle YouTube-Kollegen raus von mir. Aha. Die Trate. Und mein Haus. Die Trate. Ich habe mir nämlich ein Haus gekauft in Houston. Das muss ich abbezahlen, meine lieben Freunde. Jo, anscheinend kommt da wieder ein neues DLC, habe ich gehört. Bin ich schon gespannt. Ich habe es auch schon gelesen. Jo. Und so ist ja eigentlich nichts Neues bei uns in der Branche. Jo, diese Woche hat sich nicht viel getan, außer dass ich in Real Life eine neue Grafikkarte gekauft habe. Und ja, bin da jetzt noch ein bisschen am Testen. Aber bitte nicht. Ja, puh. Das mag ich doch. Wir haben jetzt noch keinen Wegpunkt gesetzt, wo ich als nächstes ausmache. Das sehe ich dann schon, wie weit dass wir kommen heute. Und ja. Das Sonnen schauen wir sie an. Und das sei da, dass mein Schüttel weg ist. Hat mir irgendwann mein Schüttel geflattert? Wollen wir schauen. Vielleicht war der HP in meiner Nähe und hat mir mein Namensschild rausgenommen. Das könnte sein. Katastrophe. In so einer Katastrophensituation. Jo. Heute den 27. Jänner. Nehme ich das Video auf. Und am Mittwoch raus. Jo, anstrengende Woche, Videoaufnahme und in Real Life zu Hause ein bisschen was arbeiten, also bin ich ein bisschen im Stress und jo, darum kommen sehr wenige Videos, einmal in der Woche, das genügt. Das ist mein Plan, das wird so bleiben. Jo, dann Grüße gehen natürlich an meine Abonnenten raus von mir, die was schon länger dabei sind. Danke dafür. Und dass ihr mir treu geblieben seid auf meinem Kanal. Und auch an die neuen Abonnenten. Danke, dass ihr den Weg hergefunden habt auf meinen YouTube-Kanal zu Viking Train Supporter. Freut mich sehr. Und ich hoffe, ich werde euch sehr gut unterhalten mit meinen Videos.
und hoffe, ihr bleibt mir treu auf meinem Kanal. Jetzt haben wir 2 Stunden. Ja, 2 Stunden darf ich noch fahren. Sagen wir 3 Stunden. Stay in the left lane. Ich bleibe eh links, Herr Kollege. Jo. Es liegt jetzt nicht auf meiner Grafikkarte, sondern es liegt daran an die Laderuckler. Ich hätte da schon nachgeschaut und finde den Fehler nicht im Game-Log und verstehe das nicht. Mal, ich will selber nicht drüber über Game-Log nichts verändern, also ich hätte da nur reingeschaut, weil ich mal neugierig war, was das ist, Game-Log. Kann mir da einer das erklären oder in die Kommentare schreiben, was Game-Log heißt? Herr Kollege! Jo, der Edge spielt in seinem Oldschool-Kennwort W900 Edition. AW. Er sieht ja von seinem LKW nicht in der Reißen haben. Nee. Das war kein Auto für mich. Stay in the left lane. Ich bleib eh links. Da war ich noch so ein Truck einsteige, der was die Schnauzen hat. Mal gut, ich war gehen wir mit dem Schnauzenhaber. Aber das sieht man nicht. Und den W900, die Motorhaube, die sieht man. Dann musst du schon ganz anders einschätzen mit der Länge. Musst du schon definitiv mehr ausholen und so weiter. Also da würde jedes Spiel von mir reden, er fährt schneller wie ich. Ich halte an meinen Geschwindigkeiten her, HP Wolf. Was da hat er bei seinem Video, da habe ich ihm eine Nachricht geschickt mit dem Verkehrsunfall. Schaut bei ihm rein. Er macht auch sehr coole Videos. Wir arbeiten zusammen, ich und die HP Wolf. Wir düfteln das. Und ja, so steigen uns. Freuen uns natürlich die Community und die YouTube-Kollegen und auch die Zuschauer. Das freut uns sehr. Und die Leute, die was mich nicht so, die was ohne Abos schauen, abonniert mich. Das Abo ist kostenlos, tut euch nicht weh. Also, HP, wenn du mir ein Volvo herstößt, ich steig dann in den Volvo her. Ich bleib bei meinem Kennwert. Beim Kennwert T680. Jo, in Amerika darfst du in Real Life bei der Ampel rechts abbiegen. Das habe ich noch gegoogelt. Das darf man. Aber ich finde die Grafik voll schön. Also kann man sagen, was man will. Na, habe ich die Ehre, was ist denn da los? Ja, was ein Kollege, du hast das überholt. Wird spannend. Muss ich wieder in Dyson gehen oder nicht? Oder soll man Arschirm helfen?
Ja. Bin schon wieder sehr gespannt, wenn der Michi Amon wieder ein ATS-Video rausbringt und der Hermann M. und der Remy und ITL Balco Choberger, der Michael Passenheim. Da bin ich schon gespannt, wenn da ein neues Video rauskommt von ATS für Ihnen. Kollegen. Hoppla. Jo, übernächste Woche ist es soweit. Dann werde ich mir eine neue interne Festplatte kaufen. In 1 oder 2 Terabyte, dass ich genügend Speicher habe. Und ja, dann werde ich mir eine andere Spieleversion auftun. Wie ich Call of Duty, PUBG, sowas in der Richtung. Und ja. Schauen wir uns das alles an, wie das funktioniert. Ich bin ein Idiot, ich hätte rausfahren sollen. Wenn wir ein Wetter. Ja, den Kennwert, den gebe ich sowieso nicht mehr her. Nur zu Hinweis: HP Wolf. Meinen alten Kenword, den kannst du ruhig verkaufen. Auch wenn er in gutem Zustand ist. Den bekommst du mehr Kohle. Weil, ein Problem, wir müssen uns die Garage kaufen. Mein bester Kumpel, der was die Garage verkauft, der möchte es jetzt gerne wissen, nehmen es mir oder nicht, dass wir es kaufen oder nicht. Das sollte schon bewusst sein. Gestern Abend ist ein Trucker-Kollege neben mir gestanden, mit Mac, auch ein schönes Fahrzeug. Das hat mir auch gefallen, aber das einzigste, was mir nicht so persönlich gefallen hat, die Armaturen und so weiter. Halleluja. Jo. Jetzt bin ich schon gespannt. Warte, muss ich mit HP ein bisschen reden? Aha. Was jetzt damit gemeint ist, kaufen wir jetzt diese Garage oder nicht? Weil das sollte ich schon wissen. Meilen, ja, super. Alter Schwede. Und hier beim Bleifuß. Jo. Oh, no, no. Ja, nicht irgendwann. Wir haben mir selber da gerettet. Ja, ich hoffe es jetzt, dass jetzt einmal ein Roststück kommt, wo ich mich hinpacken kann. Den Motor abstellen.
wirklich sehr schön. Map. Der ATS ist schon was. Kannst du mit ETS nicht vergleichen. Und so weiter. Jo, was gibt's da? Ah, da dürfte jetzt was kommen. Da dürfte jetzt was. Schauen wir schnell geschwind auf die Karten. Eine Tanke. Von. Genau, den nehmen wir noch mit. Depart. Kommen wir da hinauf? Right. Exit right ahead. Keep left. Left turn ahead. Ja, ja. Jawollo! Und schau dir das an, gleich grün an. Das lobe ich mir. Go straight on! Keep left, left turn ahead! Ja, ja. So, jetzt stehe ich mit da frech her. U-turn ahead. Make a U-turn. Und wir machen jetzt ein schick Foto für den HP Trucking Service. Ja, meine lieben Freunde, ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und die Leute, was mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich. Und aber ist recht kostenlos. Wer es noch nicht getan hat, abonniert mich einfach. Das Abo ist kostenlos und tut weh. Und drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jo, ich werde hier vielleicht den Rest alleine weiterfahren, ohne euch. Und ja, dann sehen wir sie wieder beim nächsten Mal. Mir ist gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ich sage trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst zum Abo da, Kommi, Däumchen nach oben. Ciao, ciao, euer.